Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Sims City, Sterne der Zukunft. Mein Name ist Gabo und herzlich willkommen zurück zu einer verrückten Welt namens Sims City. Ja, mein Name ist Glabur und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, länger konnte ich die Scheiß nicht nachmachen. Erstmal auf ein paar Fragen einzugehen, und zwar eine wichtigste ist, so wie ich es weiß, könnt ihr bei dieser Stadt nicht beitreten, da ich hier einen Singleplayer-Modus spiele, also Einzelspieler. Und so wie ich weiß, kann man im Einzelspieler nicht beitreten. Denke ich. So, das habe ich damit dann schon mal erledigt. Dann haben viele gefragt, ob ich auch wieder neue Projekte irgendwann... Es werden neue Projekte kommen, ja. Watch Dogs kommt nächsten Monat. Irgendwann kommt auch mal American Truck Simulator. Wenn er nicht schon da ist, habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Und all sowas halt, ne. Also... Es wird schon irgendwas mal kommen, ne? Also, es kann sich halt nur alles ein bisschen hinziehen. 14.949 Barrel. Wo ist das ganze Öl? Das interessiert mich mal. Wo bleibt dieses ganze Öl? Meine Herren und meine Damen. Na gut, hier haben wir gleich schon 6.000 Barrel reingeklatscht. Ja, schon sehr heftig. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut überstanden. Hier bei SimCity habe ich es ja noch nicht gesagt. Meine Ostertage waren sehr schön. Habe mich ein bisschen erholt. Ja. Altbekanntes. Ich weiß nicht, wo wir waren. Ich bin hier gerade richtig derbe am Rattern. Und überlege gerade, wo ich war. Hier haben wir das Apartment-Etage. Nach Apartment-Etage kommt die Skybridge-Station. So, Etage 7. 7 ist Skybridge-Station. Und Skybridge-Station dürfen wir nicht, weil wir eine Archäologie brauchen. So, Archäologie dürfen wir noch nicht, weil wir immer noch nicht genug reiche Wohnviertel haben. Ja, wo machen wir denn so ein kleines reiches Wohnviertelchen hin? Hier könnten wir doch so ein kleines, schönes Wohnviertel für die Reichen machen, oder? Ich würde sagen, das machen wir einfach. Ob die das wollen oder nicht. Wir tun das einfach. Und vielleicht halten sie dann endlich mal ihre Schnauze. So, und das gleiche machen wir hier drüben nochmal. Da reißen wir doch glatt den ab. Da klatschen wir doch. Ah, der ist ein bisschen groß. Der auch. Rums. So, jetzt gucken wir uns hier mal den Marktspiegel an. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Warum ist das rot? Keine Ahnung, das ist doch nur ein Gebäude. Ich verseuche damit die ganze Stadt, Mama. Das ist ja richtig toll. Ich bin der Held. Ich bin Mr. Großschiss. Ich habe es heute drauf. Glabur hat ja eigentlich mal einer gesagt, dass du sehr bescheuert im Kopf bist. Ja, ich weiß. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen großen Park. Ob wir das wollen oder nicht. So. Das sollte reichen, um ein bisschen mehr Reichtum zu bekommen. Ja, kein Reichtum... Keine Archäologie. Wir dürfen sie bauen. Wir dürfen sie bauen. Das macht mich ja heute ganz wuschelig ums Herz herum. Ach, Donner, Wetterchen nochmal. Also so geht das hier nicht weiter. Wir haben hier einen Stau, meine Damen, meine Herren. Das ist ja fürchterlich. Und wir machen minus, 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 minus. Das gefällt mir auch nicht. Wir machen so viel Minus. Das geht mir ja schon richtig auf die Nerven. Alleine schon das Teil macht Minus. Updaten hier dürfen wir auch noch nicht. Drohne Finanzprobleme. Halt die Schnauze. Wir haben Drohne Finanzprobleme, Mama.
Ich glaube, wir müssen wirklich die Kläranlage und die Pumpstation wieder abreißen. Weil das wird so nicht funktionieren. Wirklich nicht. Das ist eine reine Katastrophe hier. Mit dem Verkehr. Nö, nö, nö. So funktioniert das aber nicht. Tja. Aber wir haben wirklich hier ein reines Minus. Aber es liegt in meinen Augen daran, weil sich hier gerade alles updatet. Ja, egal, hier hinten hat sich vorhin auch alles geupdatet. Guckt mal da updatet sich auch gerade alles. Da können wir kein Geld verdienen. Ja, das muss man einfach so sagen. Dann kann man kein Geld verdienen in der Zeit, wenn sich das updatet. Aber wir kriegen, trotz dass wir hier 14.449 Barrel leer rauspumpen aus der ganzen Kacke, machen wir keinen Gewinn an Öl. Es ist doch verhext, oder findet ihr das nicht? Wir saugen hier schon das Öl wie die Blöden aus der Erde. Ja. Hier ist jetzt auch Stau. Ist doch doof. Das ist doof, Leute. Also so gefällt mir das gar nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will das Teil hier nochmal haben. Einfach, dass wir hier da vorne das Öl mitkriegen. Rums, Bums hat's gemacht. Rumsi Bumsi. Oh yeah. Rumsi Bumsi Bums. Oh. Ruft die Leute mit der weißen Jacke. Der Glabur, der dreht wieder durch. Rumsi Bumsi Bums. So. Damit sollten wir jetzt mehr wie 14.000 Barrel aus der Erde reißen. So. 63.000 nur noch. Guckt, jetzt geht die Kohle wieder nach oben. Drohnenfinanzprobleme. Wo denn? Hä? In deiner linken Unterhose oder was? Unser Geschäft braucht mehr Touristen. Mama. Später. Später, später, später. 13.000 Barrel. Das läuft, Leute. Wir kriegen das hin. Bleibt geschmeidig, wir machen das. Wir sind die Kings. Unser Müllberg wächst und wächst und wächst. Wir brauchen noch eine Recycling Center, Leute. Oder ersparen wir uns das. Aber eigentlich ist das Recycling Center immer sehr geil. Und dann könnten wir hier oben eine Straße hinbauen. Hier dieses geile Handelsdepot. Dieses hier, aber warum? Handelszentrale in der Region, Gewerbeabteilung, Rohzentrale in der Region aktiv, Gewerbeabteilung, Metallzentrale in der Region aktiv oder Gewerbeabteilung, Elektronikzentrale. Haben wir gar nichts davon? Gewerbeabteilung der Omega-Code-Zentrale, okay. Also das nächste Update muss hier die Gewerbeabteilung sein. Gut, jetzt machen wir Plus. Das ist doch schon mal schön. Ja, hier haben sich die ganzen Dinger fleißig geupdatet. Wie sieht es hier mit den Reichtum aus? Auch alles super. Dürfen wir jetzt hier das Teil bauen? Dürfen wir. Aber mein Problem ist, dass ich das Teil. Das ist doch so kacke, weil das Teil so riesengroß ist und da müssen Gebäude ran. Hier passt es leider nicht hin. Wir könnten das hier hinsetzen. Wir setzen das dahin. So. In dem Gelände. Haben wir. Ping, ping, ping. Die gehen jetzt alle in die Zukunft. So. Das Teil haben wir gebaut. Dürfen wir jetzt die Skybridge-Station schon bauen oder noch nicht? Was brauchen wir denn? Erforschen Sie die Skybridge. Okay, wir müssen das noch erforschen. Erforschen. Schwebebahnstation. Schwebebahnstation, Abwasser, Wind.
Skyward-Station. Also wir müssen erstmal das hier alles erforschen. Fangen wir einfach mit der Schwebebahnstation an. Fertig. Die brauchen wir eh. Ja? Um den Verkehr. Weil wir den Verkehr gar nicht vernünftig auf der Reihe bekommen. So. Was gibt es jetzt hier für ein Problem? Was gibt es jetzt hier für ein Problem? Ja, dann machen wir das doch ganz einfach, wenn du jetzt hier... jetzt hat er nämlich kein Rohöl mehr über. Ja, aber wenn Rohöl über ist, dann exportieren wir das halt. So, ganz, ganz einfach. Ja? Und wir machen nur 14.000 Barrel, also viel mehr Öl holen wir gar nicht raus aus der Erde. Ne? Würde ich mal so sagen. So. Aber unser Problem hier hinten habe ich immer noch nicht beseitigt, weil wir immer noch Minus fahren. Und Minus fahren ist nicht sehr toll. Das bedeutet, wir müssen irgendwo ein bisschen mehr Kohle verdienen. Wir machen zum Beispiel mit dem Megatürm immer noch Minus. Was haben wir denn in diese Megatürm überhaupt reingebaut? Apartment, 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 Marktetage, Apartment. Die Marktetage, die gucken wir uns doch mal an. Die Marktetage ist sogar komplett ausgeschöpft. Und noch eine Apartment-Etage. 7. Wie viel durfte man denn nochmal bauen? Scheiße, jetzt bin ich total durcheinander gerade hier. Ist da was? Wir hauen da nochmal eine Marktetage für die Reichen drauf. Dann die Skyward-Station. Und dann obendrauf die Werbezentrale. Dann würde eigentlich dieser Megaturm hier auch ein bisschen mehr Geld rausbringen. So ist der Plan. Ob ich den Plan so umsetzen kann, das ist die zweite Frage. So, unser Bildungsniveau. Ja, ja, wir machen schon genug. Das war falsch. Bildungsniveau. Sieht ganz gut aus, es steigt. Aber wir haben wirklich nicht viele Leute in der Bildung drin. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Aber wir haben Universität und mehr wie eine Universität bauen können wir nicht. Aber guckt euch dieses Problem einfach hier an. Das ist ein ganz großes Problem, was ich habe. Ich kriege ja auch hier hinter keine Straße gezogen oder so. Also ich könnte eh nur, wenn dann die Straße bis hierhin abreißen. Und dann hier den Rest mit der Autobahn. Und dann kann ich die Kläranlage und das da wieder anschließen. Aber wir haben einfach nicht genug Kohle. So, das ist das nächste Problem. Schwebebahnstation dürfen wir bauen. Hat er erforscht. Sehr schön. Abwasser brauchen wir nicht. Wind-Sonne-Stromverstärker brauchen wir auch nicht. Update Stufe 2. Das machen wir. Warum machen wir jetzt wieder Minus? Die Stadt macht mich fertig. Drohende Finanzprobleme. Leute, ich muss mit irgendwas kontern und das so schnell wie möglich. Recycling Center kostet 110.000. Das Problem ist, wenn ich die da hinstellen würde, wenn ich die Kohle zusammen habe, habe ich ein Problem, dass ich dann die Drohnen nicht dahin bekomme. Hier hätte ich nicht genug Platz. Wenn ich das hier oben mit hinnehme, nehme ich mir einen kompletten Bezirk, wo die Leute nicht mehr zufrieden sind. Setze ich das ganze Prinzip hier hin. Das gefällt mir alles nicht so ganz. Ich muss mir überlegen, wie ich hier später weiter vorgehen möchte. Ich möchte ja hier noch eine Straße ziehen, um hier später das Lager hinzusetzen. Also könnte ich ja hier ruhig eigentlich das Teil hinsetzen. Die Drohnen könnten ja auch hier oben sein. Ja. Unser Problem ist einfach, dass wir ein übelstes Finanzproblem haben. Und ich noch nicht so genau weiß, warum wir so ein Finanzproblem haben.
Für mich liegt es am Megaturm. Da. Das ist nur der Megaturm. Und guckt euch die Einwohnerzahl an, nur noch 67.000. Wir lassen den erstmal geschlossen. Ganz einfach. Wir müssen Geld machen. Wir brauchen Geld. Das Recycling Center muss laufen. Das haben wir auch nochmal vergrößert. Scheiße, wir haben keine Kohle mehr. Mann! Wieso habe ich keine Kohle? Das macht mich gerade ein bisschen stutzig. So viel drin. Aber Eisenerz ist hier ohne Ende drin. Geschlossen, Lager voll. Wir müssen das Eisenerz auch auf Export stellen. So. Dass wir hier. Außerdem verdienen wir dann ja auch mehr Geld. Ganz einfaches Prinzip. Ja, ich kann gerade nicht so viel machen. Einfach aus dem ganzen Grund, dass wir hier nicht so viel Kohle verdienen. Und dass die nicht so viel verkaufen, wo die eigentlich nicht so einen weiten Weg haben. Ah, jetzt hat hier gerade einer ein bisschen Rohöl abgeholt. Geschlossen, immer noch Lager voll. Einfach mal ein bisschen warten. Wir kriegen das schon auf eine Reihe. Kann nur ein bisschen dauern. So, ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity Städte der Zukunft. Mein Name ist Glabur und wir hören uns morgen wieder. Selbe Zeit, selbe Stelle, selber Ort bei Glabur auf dem Channel. Wer Lust hat, schaut mal bei Twitter und Facebook bei. Die Links sind unten in der Information. Und Facebook, Let's Play bei Glabur heißt die Seite genau. Und nicht das andere. Das andere ist so die Hauptseite irgendwie mal gewesen. Aber Let's Play bei Glabur ist die richtige Seite. Nur so mal zur Info. Und da braucht ihr nur den Daumen hoch machen. Und dann kriegt ihr auch die Informationen und was ich da alles poste an Videos. Und dies und das. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Aber viele finden die andere Let's Play Seite von mir. Die ist aber nicht aktuell. Also Let's Play bei Glabur. Auch der Link, der in der Info steht, das ist die Hauptseite. Um was es wirklich bei mir bei Facebook geht. Nur so zur Info. Und sonst schaut bei Twitter vorbei, da ist auch der Link da unten drin. So, ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss und für jeden Tipp bin ich dankbar.